Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute ein bisschen reinschauen in das System Opfer-Täter-Dynamik und das möchte ich heute mit jemandem besprechen, der sich in dem Bereich der Psychotraumatologie beschäftigt, seit vielen, vielen Jahrzehnten, hat 11 Bücher bereits geschrieben zu diesen Themen und darum ist es mir eine große Ehre, heute über dieses Thema, über Opfer-Täter-Rolle zu diskutieren und zu besprechen und nehmen Sie gleich mit auf diese Reise. Bleiben Sie dran, nach dem Intro legen wir los. So, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, Professor Dr. Franz Ruppert, ganz herzlich willkommen. Hallo. Dieses Intro war jetzt eine Zangengeburt, gell? 4-mal. Aber alle guten Dinge sind 4, wir sind jetzt drin im Thema. Und da möchte ich dich jetzt fragen, was verstehst du unter dieser Opfer-Täter-Dynamik? Ja, also einerseits kann man relativ leicht analysieren und sich vorstellen, dass Menschen Opfer werden. Opfer von Gewalt, Opfer von Lieblosigkeit und Vernachlässigung, Opfer von dem, dass man vielleicht gar nicht gewollt ist als Kind grundsätzlich. Also das fällt uns relativ einfach, ja, zu sagen, okay, ich bin jetzt, da ist jemand Opfer geworden, was hat er erlebt und was ist ihm da angetan worden. Und dann, auf der anderen Seite aber kann man feststellen, dass Menschen natürlich gar nicht Opfer sein wollen, ja, dass sie alles Mögliche da auch auffahren an inneren Prozessen und auch an Abspaltung und Verleugnungsprozessen, um eben nicht sich selber einzugestehen, ich bin Opfer geworden. Ja, bis dahin, dass Opfer so eine Tendenz haben, auch ihre Täter in Schutz zu nehmen. Also, dass sie das auch dann bagatellisieren, dass sie das dann nicht wahrhaben wollen, letztendlich, gerade wenn es dann auch nochmal um eine familiäre Situation geht, dass meine Eltern jetzt Täter an mir sind, dass sie mich traumatisiert haben, dass sie mich zum Traumaopfer gemacht haben. Und dann gibt es dann so Überlebensstrategien, so wie ich das nenne, die jetzt dann letztendlich auch die Täter in Schutz nehmen. Ja, und zu sagen, okay, ich bin ja selber schuld oder dass ich dann bestraft worden bin, das geschieht mir ja recht und so, weil ich bin ja, habe ja auch Fehler gemacht und solche Dinge. Also das heißt, das eigene Opfersein wird sehr weitgehend oft verleugnet und bagatellisiert. Und auf der anderen Seite werden dann die Täter in Schutz genommen. Und die Täter nicht als solche wahrgenommen und benannt. Ja, also dann letztendlich bin ich halt dann selber schuld, dass es mir schlecht geht oder dass mir was letztendlich angetan wurde. So, das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, dass ich aufgrund dessen, dass ich nicht realisiere, dass ich selber Opfer geworden bin, dass ich dann auch nicht realisiere, wenn ich andere Menschen zum Opfer mache. Also ganz klassisches Beispiel, erst wenn Mütter sich selber klar gemacht haben oder für sich selber klarer geworden sind, wie sehr sind sie Opfer geworden von ihren Eltern, von der Lieblosigkeit und der Vernachlässigung oder dass sie überhaupt nicht gewollt sind, wie weit sind sie denn da selber als Kind Opfer gewesen, dann erst realisieren sie, dass sie selbst dann wieder als in der Elternrolle, ja, mit den Kindern Dinge gemacht haben, die wiederum das Kind zum Opfer gemacht haben und sind dann im Tätersein. Mhm. Also so, dass sich das quasi auseinander ergibt, dass wenn ich mein eigenes Opfersein nicht realisiere und wahrnehme, nehme ich auch das eigene Tätersein, dass ich anderen Menschen wieder Schaden zufüge und traumatisch nehme ich nicht wahr. Dann komme ich in eine Situation, wenn ich dann vielleicht merke, okay, ich war vielleicht den anderen jetzt nicht so behandelt, wie ich ihn hätte behandeln sollen oder mit ihm umgehen sollen, dass ich dann auch und dann diese andere Person vielleicht Symptome zeigt und sich zurückzieht oder Ängste hat oder depressiv wird, dass ich dann auch sage, okay, ich bin da nicht schuld dran oder ich bin nicht verantwortlich dafür und dass man also auch
dann das eigene Tätersein nicht mehr realisiert. Also ich nehme weder wahr, und dann erkenne ich das, dass ich Opfer geworden bin, noch realisiere ich, dass ich Täter bin. Ja? Mhm. Und diese Blindheit für beides, also für mein eigenes Opfersein, ist dann Blindheit für beides. Ich sehe mein eigenes Opfersein nicht und deswegen sehe ich auch nicht, dass ich Täter geworden bin an anderen Menschen. Aber es ist nicht kausal. Ich muss mal Opfer gewesen sein, um Täter sein zu können. Ja, also sicherlich nicht 100%, aber die Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich. Dass, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mein eigenes Opfersein nicht realisiere und dann nicht, verarbeiten, verkraften kann, dass ich dann auch an mein eigenes Tätersein nicht sehe. Ich habe das schon mal gehört. Leute, die andere Menschen zum Beispiel mobben, haben zu Hause ein anderes Umfeld, wo sie vielleicht auch viel zu fest ausgeschlossen sind. Und das spiegeln sie wieder weiter. Solche Dinge habe ich schon öfters gehört. Ja, genau. Dass man das, wie man selber behandelt wird, dass man das dann mit anderen macht und dann auch nicht realisiert, was man dann für bei anderen Menschen auch für psychische Schäden anrichten kann. Und von daher, also das ist ja ein ganz interessanter Ansatz. Also wenn man Leute sieht, die Dinge machen, wo man sagt, hey, der ist jetzt wirklich irgendwo in einer hierarchischen Ebene und behandelt die unten unter sich gar nicht gut, dass der eigentlich ein Problem hat mit ähnlichen Situationen. Ja, dass der sein eigenes Opfersein nicht realisiert und deswegen auch nicht realisiert, dass er dann Täter an anderen wird. Ja? Das ist dann so, wie normal erscheint, dass man mit anderen Menschen so umgeht, weil man es als normal nimmt, dass man mit einem selber so umgegangen, dass mit einem selbst so umgegangen worden ist. Weil in voller bewusster Absicht böse sein wird ja niemand machen, oder? Genau, also das ist ja auch etwas, was so erstaunlich ist. Es ist geschehen auf der Welt die schlimmsten Dinge, ja, bis hin zum Krieg, ja, dann werden dann Bomben gebaut und werden auf andere Menschen dann losgeschossen. Um Leben zu retten. Ja, genau. Und dann rechtfertigt man das auch noch damit, dass man sagt, aber das machen wir doch deswegen, um den Frieden zu sichern oder um wieder Frieden herzustellen und so. Also, dass das dann eine totale Verwirrung auch in einem Menschen erzeugt. Also, wenn er sein eigenes Opfersein nicht realisiert, dann realisiert er auch sein eigenes Tätersein nicht. Und dann macht man Dinge, wo man im Endeffekt von außen betrachtet, wie kommen Menschen darauf, ja, sich gegenseitig so zu behandeln? Ja? Warum haben Gewalttäter am Schluss dann noch vielleicht ein gutes Gewissen dabei, wenn sie dann Gewalt ausüben? Mhm. Also das aus meiner Sicht, ich konnte mir das auch lange nicht erklären, aber seit ich diese Dynamiken kenne, ja, dass die Opfer ihr Opfersein abspalten, nicht realisieren, nicht wahrhaben wollen, wird mir dann klarer, okay, so kommst du dann in die Situation, selbst Täter zu werden. Und dann wiederum spaltest du auch deine Gefühle, die das Tätersein mit sich bringt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe dich jetzt geschädigt und so und das, dann muss ich mir eigentlich schämen, ja. Muss ich mir eigentlich schuldig fühlen, muss ich sagen, das macht man nicht und das gehört sich nicht. Dann ist ganz natürliche Reaktion, dass man eigentlich sagt, das ist nicht okay. Und ich schäme mich dafür, für das, was ich gemacht habe. Ja. Aber wenn ich mich schon mit einem eigenen Opfersein nicht auseinandergesetzt habe, dann fällt es erst recht schwer, sich mit dem eigenen Tätersein auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, dann mache ich etwas, was ich eigentlich nicht tun sollte. Und ich belaste mich ja damit auch selber. Also jeder, der vielleicht schon mal irgendwo vielleicht irgendwas gemacht hat, wo er weiß, das ist nicht okay und wo er versucht hat, das zu verheimlichen, zu vertuschen, weiß ja, was das für eine auch belastende Situation sein kann, ja. Und wie entlastend es oft sein kann, ja, zu sagen, okay, stimmt, das habe ich gemacht und das ist meine Verantwortung und da stehe ich auch dazu. Aber wenn man jetzt dann fast schon systematisch sein eigenes Tätersein verleugnen muss, ja, dann ist es ja auch eine Art von immer größerer Selbstentfremdung. Ich werde immer mehr mir selber, ich bin nicht mehr die Person, die ich eigentlich bin, sondern dann lege ich mir vielleicht auch eine Rolle zu, verstecke ich mich auch hinter irgendwelchen, ich nenne das dann Täterhaltungen, ja, und sage, ja, das ist schon für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für dafür, dass Kinder dann entsprechend auf das Leben vorbereitet sein werden, muss man dann auch mal hart durchgreifen und wo
gehobelt wird, da fallen auch Späne und solche Sprüche, die man ja auch kennt, dann verschanzt man sich auch hinter solchen Täterhaltungen. Also ich unterscheide hier bei diesem Konzept der Täter-Opfer-Dynamik unterscheide ich zwischen dem Täter-Sein als der Realität, vielleicht erstmal das Opfer-Sein als der Realität, dass es ist so, ich bin Opfer geworden, habe das nicht verarbeiten können, verkraften können, habe das durch Spaltung dann bewältigt und habe ich dann entsprechende Opferhaltungen entwickelt. So ähnlich ist es dann auch mit dem Tätersein. Ich bin Täter, das ist Fakt, aber ich kann das nicht anerkennen, ich kann das auch vor anderen nicht zugeben, kann mir das selber nicht eingestehen und dann entwickle ich entsprechende Täterhaltungen, die das rechtfertigen, was eigentlich im Grunde eine gesunde Psyche nicht rechtfertigen würde. Irgendwie so logisch, was du jetzt da gerade gesagt hast. Ich hätte es überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ein Opfer kommt ja sehr schnell in ein, hat ja möglicherweise durch das Opfersein ein Trauma erlebt und versucht es dann eigentlich selbstständig zu meistern, indem er vielleicht dann eben auch auf die andere Seite des Extremes geht, als Täter agiert. Und damit versucht er, den Ausgleich zu machen. Ja, also dieses eigene Opfersein ist dann leider oft die Grundlage dafür, dass wir zum Täter werden. Dass Menschen, die jetzt ihr eigenes Opfersein anerkennen und dann auch entsprechend ja, aufarbeiten und damit wieder mehr zu sich selber kommen, ich glaube, denen fehlt es wesentlich schwerer, dann Dinge zu tun, wo ich weiß, da schade ich anderen Menschen damit massiv. Dann würde ich das nicht mehr machen. Also von daher ist das der beste Schutz davor, sagen wir mal, zum Täter zu werden und dann in sich in dieser Täterschaft sozusagen dann innerlich zu leben. Der beste Schutz davor ist, das eigene Opfersein zu realisieren und damit entsprechend aufzuarbeiten. Und damit wird ein Mensch, denke ich, auch zum eher friedlichen Menschen. Also der Krieg, der an den Außen tobt, ja, wo immer der, ob das ein Beziehungskrieg ist, ob das gesellschaftlich, auf der gesellschaftlich politischen Ebene ein Krieg ist, der Krieg hat seine Wurzeln darin, dass Menschen ihr eigenes Opfer sein und damit auch den Schmerz, der damit verbunden ist, nicht akzeptieren und anerkennen und dann daraus eben auch zum Täter werden. Unfassbar spannend. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wie aggressiv zum Beispiel gewisse Schüler sind, dann werden ja die sehr häufig dann auch von der Schule her zu Psychologen hingewiesen. Müssen ja eigentlich dann eigentlich zu einem Traumatologen, weil man hinter dieser Aggressivität vermutet, dass hier auch irgendein Opferverhalten ist, wo das Kind ausgleicht. Das ist ein ganz neuer Ansatz für mich. Also für mich war das so als Kind ganz klar. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da gab es dann bestimmte Kinder, auch vor allem Jungs, die waren dann auf dem Sportplatz, am Spielplatz, waren die, wenn man irgendwelche Spiele gemacht hat, waren die unheimlich schnell brutal oder die haben plötzlich eine Fahrradkette und haben dann um sich geschlagen und so. Und da war dann ganz klar, okay, dieser Junge ist zu Hause, der hat da zu Hause nichts zu lachen, ja. Der darf nicht verlieren, ja. Der wird halt geschlagen, wird zu Hause geschlagen. Da gibt's also einen Vater, der auch sehr handgreiflich ist und so. Und dann agiert dieses Kind diese Situation wiederum im Außen aus und wird dann vom Opfer, zum kindlichen Opfer, wird er dann zum Täter. Und man hat es ja gelernt. Ja, er hat dann entsprechend auch eine Wut in sich und fühlt sich gedemütigt. Und dann versucht er eben diese Schamgefühle, die er da erleidet, wenn er Kinder schämen sich, wenn sie geschlagen werden, wenn sie zu Hause bestraft werden, verprügelt werden, die schämen sich halt auch entsprechend. Und dann überträgt man quasi dieses Schamgefühl, also dann muss der andere, dann bin ich derjenige, der den anderen beschämt. Ja. Also das ist ja auch so eine Dynamik, die hier eine Rolle spielt. Das Opfer schämt sich eigentlich. Dann wird aber, wenn die Scham nicht verarbeitet werden kann, wenn die abgespalten werden kann, dann ist ein Ventil, ich beschäme andere. Also was kann ich oder was tue ich dann, damit sich andere so fühlen, wie ich mich fühle? Also dass andere sich beschämt fühlen.
Ich habe immer wieder auch mal gesagt, auch in der Diskussion mit meiner Frau, wenn wir Situationen gesehen haben, da haben wir uns gesagt, wow, was hat diese Seele erlebt, um letztendlich so jetzt sich zum Ausdruck zu bringen? Wie verletzt ist dieser Mensch? Und jetzt kommst du und jetzt wird alles so klar. Eigentlich dürften wir auf gar keinen Fall mit einem Täter ihn verurteilen, sondern eigentlich Mitgefühl geben in diese Situation, weil hinter dieser Täterschaft etwas Verletzendes steckt. Ja. Ganz wichtiger Ansatz, den wir uns alle eigentlich auf die Fahne schreiben müssten. Mhm. Ja, also in der Arbeit mit quasi Täter anzuklagen und sie anzugreifen und zu beschämen, ja, führt eher noch dazu, dass sich die Täter radikalisieren in ihren Täterhaltungen, ja. Und im Endeffekt kann man vielleicht auch sagen, jemand hat sogar Angst dann, wenn er Täter geworden ist, vor Mitgefühl. Mhm. Weil Mitgefühl ist ja genau das, was er in seiner Täterschaft verlernt hat. Also Mitgefühl zu haben mit den Opfern. Und deswegen ist für mich ganz klar der Ansatz, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der schon zum Täter geworden ist, das Einzige, was hilft, ist, dass er ins Mitgefühl mit sich selber kommt. Und versteht, woher sein Verhaltensmuster kommt, dass er ja eigentlich aus einer angedachten Neutralität heraus als die bestmögliche Antwort herauslässt, oder? Ja, wo er aus dem, dass er gar nicht bei sich ist. Ja. Also Trauma und so traumatische Erfahrungen bedeuten ja auch immer, dass die Menschen nicht mehr wirklich bei sich sind, dass sie nicht mehr in ihrer Identität sind, dass sie nicht mehr klar in einem gesunden Ich, das mit einem gesunden Wollen verbunden ist, dass sie aus dem heraus agieren, ja, dass sie aus dem heraus auch ihre Bedürfnisse befriedigen, die sie haben. Sondern das sind bereits Überlebensstrategien, Überlebensmechanismen, in denen man dann agiert, ja, wo man dann Überlebens-Ich hat, einen Überlebenswille, aber keinen gesunden, nicht Zugang mehr zu den gesunden Anteilen in sich hat. Und erst wenn man das wieder bekommt, Zugang zu sich selber, zu seinem gesunden Ich, zu seinem gesunden Wollen, dann kann man auch klar erkennen, okay, was mache ich denn da? Ist es in Ordnung, was ich da mache? Ist es für meine eigenen Bedürfnisse in Ordnung? Also lebe ich damit gut? Oder ist es auch für die Bedürfnisse anderer Menschen in Ordnung? Ja? Also helfe ich damit auch anderen Menschen, ein gutes Leben zu haben? Und deswegen ist so eine ganz tiefe Überzeugung von mir, also aufgrund dieser ganzen des ganzen Wissens über die Psychotraumatologie. Ein gutes Leben letztendlich entsteht bei uns Menschen nur aus einer gesunden Psyche heraus. Also wenn ich Zugang zu den gesunden Anteilen in meiner Psyche habe. Und Trauma bedeutet eben, dass ich nicht mehr nur sozusagen die gesunden Strukturen in mir habe. Die sind nach wie vor da, die bleiben mir auch erhalten. Aber ich bin aufgrund dieser traumatischen Erfahrung, dem Druck und dem Trauma, den Ängsten, alles, was ich da abgespalten habe, bin ich dann gezwungen, in Überlebensstrategie hinzugehen. Und dann bin ich nicht mehr wirklich bei mir. Und dann kann ich auch meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wirklich so realisieren und wahrnehmen, wie es eigentlich gut wäre für mich. Ja. Und dadurch entstehen dann solche auch zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen ja ich den anderen dann nicht mehr als jemand sehe, mit dem ich konstruktiv, kooperativ umgehe, sondern in denen ich dann, von dem ich mich bedroht fühle, wo ich dann Konkurrenz erlebe, wo ich dann glaube, der andere wäre gegen mich und dann letztlich anfange zu kämpfen gegen den anderen. Und Also ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die in ihren gesunden Strukturen sind und bei sich sind, in ihrer gesunden Identität sind, dass die keine Kämpfe und Kriege anzetteln. Da. Also das beste Friedensprogramm letztendlich wäre, wenn Menschen sich ihre eigene Geschichte bewusst werden würden, ihre eigene Biografie sich anschauen würden, wo bin ich verletzt worden, wo bin ich Verletzungen erlebt. Und dass dann einfach diese Tendenz und die Neigung, anderen Menschen zu schaden und andere Menschen zu verletzen, dass das dann dass du zur Ruhe kommen würde in einem Menschen. Das bedingt, dass der Mensch in der Lage ist, rationale Denkprozesse zu leisten und nicht nur emotional zu reagieren, oder? Naja, sag mal, wenn ich
gesund bin, dann reagiere ich in meinen gesunden Strukturen, psychischen Strukturen, reagiere ich ja auch immer emotional. Da bin ich ja auch immer, ja, in der Empathie, im Mitgefühl mit anderen Menschen, im Mitgefühl mit mir selber. Also ich glaube, gerade diese Rationalität ist oft der Schlüssel und die Grund dafür, dass ich ihn gar nicht mehr fühle, was ich tue. Dass ich auch nicht fühle, was ich mir selber antue und dass ich auch nicht fühle, was ich anderen Menschen antue. Also es ist, denke ich, aus meiner Sicht auch eines der Probleme, dass Menschen zu sehr dann im Kopf sind, zu sehr von ihrer Ratio gesteuert sind und mehr in dem Funktionsmodus sind, weil in dem Moment, wo ich dann mehr wieder ins Gefühl komme, ja, auch ins Mitgefühl komme, dann verbieten sich einfach manche Verhaltensweisen. Dann sage ich, das kann ich nicht machen, das tut man einfach nicht. Das war jetzt so ein Klassiker. Ich habe nämlich mit der Begrifflichkeit emotionales Schießen oder rationale Denkprozesse etwas anderes interpretiert. Nämlich, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich in die Welt hinausschaue, dass man überhaupt nicht mehr groß Situationen analysiert, diskutiert, überlegt, sondern eigentlich innerhalb von Sekunden emotional daherschießt. Sofort. Er wird nicht studiert, es wird geschossen, Punkt. Und da dachte ich einfach, das war mein Denkansatz, dass es heutzutage sehr schnell auf dieser Ebene läuft und gar nicht los analysieren und stattfinden und die komischsten Erläuterungen plötzlich kommen, Bomben zu bauen, um Menschenleben zu retten und, und solche Dinge. Aber wenn du jetzt mit diesem Opfer-Täter Kausalität heute die Welt anschaust und siehst, was so läuft, dann siehst du ja eigentlich wahrscheinlich ja hinter gewissen Mustern, wo gewisse Menschen da darlegen, ja eigentlich sofort auch die Gegenseite, dass er selbst irgendwo im Opfer gewesen ist, oder? Ja, also es gibt ja einen, der ist eher ein Soziologe, aber der hat sich da auch mit der Psychologie schon beschäftigt, Sven Fuchs aus Köln. Und der hat sich dann mal die Mühe gemacht und hat die Kindheitsgeschichte von berühmten Menschen weiter angeschaut, auch von Präsidenten und Politikern und Menschen, die auch etwas zu sagen haben sozusagen in der Gesellschaft und Einfluss und Macht haben. Und da kommt er echt zum erschreckenden Resultat, wie viele dieser Menschen eine schreckliche Kindheitsgeschichte haben. Ja, also wo sie als Kinder vernachlässigt wurden, wo die Väter zum Beispiel Alkoholiker waren und so weiter. Also dass die Mütter abwesend waren. Also dass das durchaus auch ein Muster ist, also dass man aus schrecklichen Kindheitserfahrungen, um nicht wieder in so eine Ohnmachtssituation zu kommen und nicht mehr sich ausgeliefert zu fühlen, zu glauben, die Lösung wäre dann darin, ich habe Macht, ich komme an die Machtposition und kann über diese Machtposition sozusagen meine frühere Ohnmachtserfahrung kann ich dann auslöschen und dann ungeschehen machen, was aber nicht stimmt, ja, sondern man kommt nur vom Opfersein dann immer mehr ins Tätersein hinein. Wenn ich jetzt mal die Wörter Polarität wähle und Dualität, und dann ist es ja eigentlich so, dass wir eigentlich mal Opfer und Täter sein müssen, um letztendlich zu verstehen, dass das zwei Polaritäten sind von einem Ganzen. Dann finde ich das ein ganz interessanter Ansatz, einfach zu sagen, eigentlich sind wir auf dem Weg, beide Seiten kennenzulernen, aber um es dann zu erkennen, ist ja, da muss man ja das ja eigentlich erleben, auf beiden Seiten zu stehen, dass man das erkennt. Das macht uns weise. Ja, letztendlich kann man sagen, wenn man einen Nutzen haben will aus der eigenen Lebenserfahrung und dem eigenen Opfer sein oder Täter sein, muss man es halt erstmal erkennen, muss man es auch benennen, muss man Worte dafür finden, muss man Konzepte dafür haben. Und das ist das, was meine Hoffnung ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da diese Theorie von der Täter-Opfer-Dynamik und wie aus den Opfern Täter werden, dann hoffe ich natürlich schon darauf, dass das etwas ist, was dann Menschen auch sagt, okay, die Augen öffnet und sagt, okay, boah, ich will beides nicht sein. Ja. Das ist ein totaler super Schlüssel, oder? Ich will weder Opfer sein, oder ich will aber auch nicht, dass ich anderen Menschen zum Opfer mache. Und mit dem Tätersein lebt sich auch nicht gut. Also da habe ich dann permanent immer das Problem, ich muss das rechtfertigen oder ich muss es verstecken vor anderen. Und ich darf eben gar nicht zugeben, was ich letztendlich alles schon angestellt habe. Ja.
ganz spannender Ansatz und wegweisend und letztendlich auch ein Schlüssel für eine bessere Welt, wenn wir das ein bisschen, wenn wir das so verstehen. Du sagst immer wieder, es ist eine Theorie, aber das, was du mir da jetzt gerade so erklärst, hört sich für mich einfach sowas von logisch an. Mhm. Ja, ich meine, gut, für mich ist das der Nutzen von Theorie. Theorie soll Gründe, Ursachen benennen, ja, und das ist, dafür brauche ich eine Theorie, dafür muss ich dann auch die Zusammenhänge darstellen können, um zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Erklärung, warum bin ich so, warum sind andere Menschen so, und natürlich besteht die Hoffnung, dass dann daraus auch der Impuls zur Veränderung kommt und sagt, ich will jetzt, ich will doch nicht Täter sein, ich will doch nicht andere Menschen zum Traumaopfer machen und damit letztendlich die Spirale nur anheizen. Ne? Weil was ist denn gewonnen, wenn ein Krieg gewonnen ist? Letztendlich? Oder wenn man sieht, oh, jetzt war ich tatsächlich Täter, dann müsste ich ja irgendwo in diesem Bereich drin auch mal Opfer gewesen sein und könnte ja das mal selber ein bisschen hinterfragen und dann selbstständig eigentlich ein Trauma lösen. Ja, ob man das dann alleine schon auflösen kann oder ob man da nicht... Reicht das nicht schon, wenn man die Einsicht dazu hat, dass da tatsächlich ich mich selbst in einer Täterrolle ertappe? Also was ich feststelle, ist, dass was wir brauchen für eine gesunde Entwicklung, um uns auch aus diesen Dynamiken herauszuwirken, ist immer andere Menschen. Und es ist jetzt auch der einzelne Therapeut erscheint mir fast manchmal zu wenig zu sein, als Referenzpunkt, als jemand, der gegenüber, der mir dann widerspiegelt und sagt, okay, so ist es in Ordnung und so ist es nicht in Ordnung. Was ich da immer wieder feststelle, dass Gruppen eine enorme Wichtigkeit, Bedeutung haben. Also innerhalb einer Gruppe wird relativ schnell klar, was ist in Ordnung zu machen, was kann man machen, aber vorausgesetzt, die Gruppe ist tatsächlich offen und die Menschen wollen tatsächlich auf den Grund gehen, die wollen tatsächlich auch, die stehen auch zur Wahrheit und wollen eben auch psychisch gesund sein. Und dass das eigentlich der beste Weg ist, um auch wieder zu sich zu finden und zu sich zurückzufinden in die Verhaltensweisen, wo ich sage, okay, da ist es okay. Also da verhalte ich mich so, dass es auch akzeptiert wird, dass es von anderen Menschen auch akzeptiert werden kann. Mhm. Weil sonst, klar, es gibt auch sonst die Situation, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, wo immer alles verleugnet wird und wo man sich dann irgendwelchen Ideologien folgt, ja, wir müssen halt Krieg führen, um uns zu verteidigen oder sowas, dann bestätigen sich alle auf eine gewisse Weise auch in ihrem Tätersein und das hilft dann auch nicht. Also man braucht Gruppen, in denen man offen sein kann zu sich selber und alle anderen auch offen sind zu sich selber und dann kommt man dann schon dahin und sagt, okay, das ist in Ordnung, so kann man es machen und so kann man es nicht machen. Eigentlich sind wir fertig mit der Sendezeit, aber trotzdem, wenn man heute die Welt so anschaut, da habe ich das Gefühl, wir können unsere Trauma gar nicht noch mehr steigern. Es wird ja nicht besser, die Vernunft, die Einsicht, sondern es wird immer irgendwie noch kränker, habe ich das, also das, die Einsicht, wenn ich da so... Ja, also von daher ist es für mich schon so eine wichtige Botschaft zu sagen, warum entwickelt die Menschheit sich in diese Richtung, dass wir vielleicht so kurz vor dem Abgrund stehen, ja, dass wir uns gegenseitig dann zerstören, die Natur zerstören. Das, und andere sind immer schuld. Ja, und dann sind die anderen schuld und wir rechtfertigen das, was wir machen und so. Also deswegen habe ich für mich dieses Traumakonzept als für unheimlich wertvoll empfunden und zu sagen, was kann uns auf einen besseren Weg bringen, ja, was kann uns helfen? Und dazu gehört eben, dass wir sagen, okay, wir vermeiden alles, was möglich ist, um Menschen zu traumatisieren. Wir vermeiden das, was Menschen früh traumatisiert, ja, in ihrer Kindheit früh traumatisiert, und wir vermeiden auch später das, was jetzt durch Gewalthandlungen und durch Konflikte dann eigentlich nur dazu führt, um andere Menschen zu traumatisieren. Mhm. Weil man sieht es ja nicht, diese Kriegsfolgen, selbst die eine Nation, die vielleicht einen Krieg gewinnt, hat er damit auch nicht jetzt plötzlich das Glück auf ihrer Seite und so, sondern du hast dann ein Volk von traumatisierten Menschen. Auch die Soldaten, die dann
aus Kriegseinsätzen zurückkommen, sind in der Regel dann auch wieder traumatisiert, mhm, ja, und haben dann Familien und dann geht diese Traumaspirale weiter. Also für mich ist das Traumakonzept von daher sehr enorm wichtig zu sagen, okay, was bringt uns Menschen aus der Fassung, was bringt uns aus, weg von dem, dass wir aus unserer gesunden Psyche herausleben und wie können wir möglichst auch präventiv dran gehen und sagen, vermeide alles, wir Menschen, ne, wir sollten uns quasi dann so eine Agenda machen, so eine, was kann man alles vermeiden an Traumatisierungen, wie kann man vermeiden, dass wir uns gegenseitig traumatisieren. Das war jetzt richtig eine wertvolle, großartige Sendung. Danke dir ganz herzlich. Gerne. Professor Dr. Franz Ruppert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann da gar nichts mehr anfügen, außer dass mein Blick in die Welt hinaus heute sich wesentlich verändert hat. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie auch heute profitieren durften von dieser wertvollen Sendung. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.